Testspiel in Riyadh. Das bedeutet eine Reise in ein fremdes Land, eintauchen in eine fremde Kultur. Okay, nicht die Hauptstadt von Saudi-Arabien, aber immerhin die Innenviertelmetropole Riyadh im Innkreis. Das ist doch auch was. Das mit der fremden Kultur müssen allerdings andere beurteilen. Im alten Riyadher Stadion wird heute nur gelaufen, gespielt wird am Kunstrasen daneben. Und zwar gegen die jungen Wikinger, die zweite Mannschaft vom Zweitligateam SV Riyadh. Eines fehlt in dieser Partie auf beiden Seiten nicht, nämlich der Einsatz. Beide Mannschaften versuchen das Spiel schnell zu machen, was in erster Linie aber zu vielen schnellen Ballverlusten auf beiden Seiten führt. Die von Herwig Drechsel trainierten Oberösterreicher haben in der ersten Halbzeit aber deutlich mehr vom Spiel und erzielen durch Huber und Pointner zwei Tore, beide nach krassen Patzern der Austria. In der zweiten Hälfte bildet sich den rund 150 Zuschauern, die Mehrheit davon kommt aus Salzburg, ein etwas anderes Bild. Die Austria ist besser im Spiel und erarbeitet sich viele Chancen. Allein der Torerfolg, der bleibt den Violetten aber verwehrt. Wie gesagt, der Einsatz in dieser Partie stimmt. Das Tempo ist auch durchaus hoch. Hier kommt Schweighofer auf der Seite zur Flanke. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Dritter Schuss. Und dann hat der Torhüter den Ball. Guter Einsatz hier von Marinko Sorda. Ja, und nicht nur Einsatz, sondern auch die feine Klinge beherrscht er. Auch schön freigespielt Burgrabeck, aber der steht leider im Abseits. Eckball für die Austria, Kopfball Burgrabeck, aber Riyadh kann klären. Und so bleibt es am Ende dann beim 2:0 für die jungen Wikinger der SV Riyadh. Zweiter Test in Riyadh. Zwar 0:2 verloren, aber zumindest in der letzten halben Stunde ein sehr passabler Auftritt, gut gegen den Ball gearbeitet. Was sind da jetzt die Punkte, an denen du ansetzt in der Vorbereitung? Ja, wir haben schon am ersten Spiel angesetzt, dass wir unser taktisch ein bisschen verändert haben gegen den Ball. Das haben wir halt gesehen, dass wir gerade, wenn wir in der Ordnung sind, viele Dinge schon stimmen. Das haben wir schwer zu knacken. Ich meine, die ersten zwei Tore waren, wo wir einen Gegenspieler freiweg in die Füße reinspielen und das kannst du dann nicht mehr verteidigen. Aber und man hat halt gesehen, dass wir gerade mit dem Spiel im Brallen tief, dass wir da auch schon viel weiter sind wie vor einer Woche. Und gerade zum Schluss haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Da haben wir ein bisschen herumgelaufen und da hätten wir die ein oder andere Möglichkeit gehabt, dass wir zum Ausgleich kommen. Haben wir leider nicht gemacht, aber die Mannschaft hat auch die 90 Minuten gut gearbeitet und die Dinge, was wir angesprochen haben, die hat es gut umgesetzt. Jetzt haben wir heute auch einen Testkandidaten gesehen, der allerdings ein alter Bekannter ist. Magst du da ein bisschen mehr sagen? Ja, ein Gavrilo Fonja, der war das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr, oder nein, das letzte Jahr in Neumarkt war. Ja, hat uns im Winter kontaktiert. Der Gabo trainiert seit einer Woche mit uns mit und hat auch heute einen passablen Auftritt gemacht. Und man muss erst schauen, wie die Gespräche laufen mit dem Gabo. Aber er ist ein alter Bekannter, er weiß, worum es geht bei der Austria. Und wir freuen uns, dass dann Spieler, die was einmal weggegangen sind, wieder gerne zu uns zurückkommen wollen. Blick mal ganz kurz in die Zukunft, das Programm für die nächste Woche. Schwerpunkte? Ja, wir Schwerpunkte sind mit Sicherheit die ersten drei Wochen früh körperlich. Aber wir möchten natürlich auch an unserem Spiel wieder feilen. Gerade das, was man heute schon sehr, sehr gut ansatzweise gesehen hat. Und um das geht es in die ersten drei Wochen.